Hey ho, meine Freunde, hey ho! Willkommen zurück mit eurem Kelexafix. Es hat urlange gedauert, bis ich jetzt sowas aufnehmen konnte. Es tut mir leid, ich entschuldige mich an dieser Stelle dafür. Es gab viel Arbeit, wenig Zeit. So ist das manchmal im Leben, man muss sich seine Prioritäten setzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch eure Aktion vermisst mittlerweile ein bisschen. Ich werde trotzdem weitermachen. Ich habe mal irgendwo gehört, man soll dranbleiben und sich nicht niederschlagen lassen von der ausbleibenden Klickanzahl oder wie auch immer. Ich werde meine Videos weiter reinpumpen bis Get No. Jo, das werde ich tun. Ich habe überlegt, was ich machen soll, Leute. Ich werde einfach irgendwas bauen, glaube ich. Werde ich typisch mal so. Einfach so drauf los. Irgendwas random einfach hinklatschen. Ohne großartige Planung. Oder sonstiges. Ich habe noch mehr Musik geholt von Rappers in. Geile Tracks bei. Und geile Tracks, wie gesagt. Kann ich nur empfehlen, geht dahin. Wird verlinkt, wie immer. Mal kurz hier was machen. Mein Timer aktivieren. So. Jo, alles klar. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht ein Let's Play oder sowas zu laufen lassen. Weil ich habe, glaube ich, festgestellt, dass das am meisten ankommt. Ich werde jetzt nicht anfangen, hier auf Hunger Games Maps rumzurennen oder sonstiges. Das machen schon genug Leute. Okay, Let's Plays in dieser Form machen auch genug Leute. Aber das wäre was, womit ich mich eher anfreunden könnte, was ich eigentlich vermeiden wollte. Oder eventuell hatte ich noch die Idee, diverse Spiele zu spielen als reines Let's Play halt. Skyrim oder sowas. Muss ich gucken. Ich wollte mir eventuell auch so eine Videokarte zulegen, da womit ich von der Konsole aufnehmen kann. Dass da ihr ein bisschen mehr was von habt. Ihr müsst mir schon ein bisschen sagen, was ihr wollt, Leute. Ich schwöre. Jo. Wir werden ja ein bisschen rumbauen. Einfach so. Weil wir es können. Hier irgendwas hinzimmern. Weil wir es können. Ja. Es ist eine Menge los im Moment in der Welt. Es ist ein bisschen besorgniserregend. Aber ich will jetzt nicht von Politik reden. Das zieht einen nur runter. Man sich das reinzieht, was die da treiben. Wir haben wieder Märchenstunde. Die Wahlen stehen an. Da werden sie mal munter, unsere Politiker.
was die nicht alles versprechen. Ist immer wieder lustig. Es wurde gefragt, ob ich mal einen Garten bauen kann. Eingerichtet haben wir ja im Moment ein bisschen. Genug. Werde ich wahrscheinlich hier mit in Verbindung bringen, dass ich hier einen Garten mit dazu haue. Dass wir dann da ein bisschen das Rundum-Paket versorgen. Einrichtung und Garten. Jo. Wir haben diesen Wettkampf gehabt, den wollte ich eigentlich abfilmen, aber ich hatte massive Probleme, mich zu entscheiden, was ich bauen soll. Konnte mich nicht entscheiden. Warum ist etwas eher unspektakuläres was rausgekommen so? War nicht so prall. Ah, es war lustig. Kollege Steph hat seins aufgenommen. Er hatte mich auch gefragt, ob ich mitmache. Dass wir da so ein Together-mäßig was draus machen, so. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So ein Together werde ich bestimmt nochmal drauf zurückkommen. Tut mir leid, Steph, an dieser Stelle, dass ich da so unentschlossen rüberkam. Ich hatte eigentlich Bock drauf. War eine coole Idee, die hatte ich ja auch, das aufzunehmen. Meinte ich ja schon im Pimp My Home, kommt auch wieder bald demnächst. Ich werde aber die Reihenfolge versuchen einzubehalten. Wir haben ja mit diesem Let's Build angefangen damals. Danach müsste das Let's Copy kommen. Wurde auch wieder danach gefragt, ob ich das mal mache wieder. Und da habt ihr jetzt nochmal die Chance zu entscheiden, was ich kopieren soll. Ansonsten werde ich mir was aussuchen. Ihr könnt auch entscheiden, ob ich Let's Plays machen soll. Anhand von den Kommentaren kann ich das dann mir einen Reim draus machen. Weil im Moment stehe ich komplett im Dunkeln, was ihr überhaupt mögt, was ihr nicht mögt. Ich weiß nur, dass die Blogstracks gut kommen. Die Vorstellungsvideos. Ansonsten habe ich überhaupt keinen Plan. Ihr lasst mich hier verhungern, Leute. Ist uncool. Ich habe auch ein Video gedreht, was ich schon so gebaut habe, so auf dem Server, was ich euch zeigen konnte. Ich habe zwar noch mehr gebaut, aber das ist unter Verschluss. Top Secret. Wird demnächst bald irgendwann in Zukunft was kommen. Diesen Roboter da wollten wir bauen noch. Aber der wird egal. Ja, bringt euch ein. Es wurde sogar ein Video mit einem Dislike versehen, aber es war nur ein Dislike, keine konstruktive Kritik oder sowas. Hat einfach jemand seinen Daumen runter reingedrückt, ohne dass ich weiß, um was es geht eigentlich. Vielleicht gefällt ihr die Mucke nicht, meine Stimme, meine Art, kann ja alles sein. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr das macht. Nur wäre es nicht verkehrt zu wissen, warum. Dass ich da was gegen unternehmen kann halt. Das wäre eine Idee. Ein paar Tracks werdet ihr kennen.
den vorherigen Videos. Wie gesagt, Webassern, extrem geile Seite. Was ist sonst so passiert? Wir arbeiten, wir hatten Mittag gehabt auf der Arbeit. Da hatten wir gerade angefangen, dann kommt ein Polizist runter zu uns und haut raus: Einpacken, wir haben hier eine Evakuierung laufen. Und zwar haben die dann eine Tasche oder einen Koffer oder sowas gefunden, einen Rucksack. Da wurde erstmal der Kudamm komplett halb evakuiert, also der Zoologische Garten. Hatten wir eine Bombenpause, gezwungenermaßen. Und im Endeffekt war es nun, keine Ahnung, eine Tasche mit einem Apfel drin oder so. 1,5 Stunden haben wir da rumgelungert, glaube ich, war das. Und da kam dann so ein Typ, wo ich dann stand irgendwann, hat mich gefragt, um was es geht. Ich so, ja, hier Evakuierung und so, Gedöns halt, eine Bombe am Start, eventuell, wissen die Leute noch nicht. Ich werde jetzt nicht hinrennen und nachfragen, was da los ist. Und der haut so raus, ja, wenn es wirklich eine Bombe wäre, dann würde der Typ die Tasche da als Köder benutzen und die eigentliche Bombe dahin packen, wo die ganzen Schaulustigen rumstanden. Und dann macht der Typ einen Schuh, der ist einfach dann losgestiefelt und ich stand so da mit dieser Info und dachte mir, eigentlich hat der Arsch nicht mal so Unrecht. Das war nicht so cool. Das war wieder einer dieser Momente, wo ich mir dachte, scheiße, der könnte recht haben und dann bist du gleich mächtig im Poppes. Weil keine 5 Meter neben mir stand eine Mülltonne so, die man so an den Laternen dran hat. So. Das wäre natürlich so ein Platz gewesen. So. Zu krass. Also wenn, habe ich schon mal Glück gehabt. Sonst würde er nur noch einen Haufen Asche vor sich hin labern. Ja, die Tür basteln wir noch. Keine Angst, Leute. Immer gechillt durch die Hose atmen. Jo, was ist sonst so passiert? Es passiert nicht viel. Ich stehe morgens auf, mach mich frisch, muss mit dem Hund raus, dann renne ich los, komm abends um 7 Uhr wieder oder so von der Arbeit. War mein Tag dann, vielleicht noch abends dann duschen, eventuell mal, wenn ich Bock drauf habe. Laut RTL machen wir das ja nicht. Und es war dann so ziemlich Essen noch halt, Fernsehen gucken, eventuell noch 1-2 Runden Minecraft schubsen. Und das war's dann gewesen. Das ist die Woche.
nicht so spannend. Arbeitsleben halt mitten im Leben, mittendrin. Und ja. Ja, was wollte ich genau? Ich wollte nochmal explizit nachfragen, auf was ihr denn Bock habt, Leute. Ich meine, so Let's Plays gibt's wirklich schon Abertausende. Hab ich ja auch mal erwähnt gehabt. Und ich weiß da echt nicht so unbedingt weiter, wie ich dann jetzt so weitermachen soll. Bin ich ein bisschen ratlos. So ein bisschen, aber nur. Ob ich jetzt die Let's Plays machen soll, jetzt in Minecraft oder Skyrim oder was habe ich denn alle da? Ich habe Act of War, habe ich da, San Andreas habe ich da, muss ich aber noch gucken, weil dazu habe ich mir extra einen Joystick geholt, habe ich noch nicht so den Überblick wie das von Skyrim, habe ich wie gesagt. Command & Conquer habe ich. Jetzt hat natürlich auch Sims und Spore und hast du nicht gesehen. Bald kommt jetzt GTA raus. Aber da müsste ich mir so ein Aufnahmeding holen da. Die kosten so um die 160 Tacken. Ja, das habe ich irgendwie so vor Augen gehabt. Müsste ich auch noch mal gucken, wie das mit den Lizenzen läuft. Ob die was gegen haben. Anschreiben oder so. Jo. Und ansonsten habt ihr damit geliebäugelt, wenn ich diese Karte habe, also dieses Aufnahmegedöns da für Konsolen, dann habe ich auch einen Arsch voll Spiele, die ich euch zeigen könnte. Spielen könnte halt in dem Sinne. Hitman, GTA, Assassin's Creed, alles da, die Palette ist bedient. En masse, sogar da habe ich Skyrim. Ja, müsstet da mal einen Spruch machen und bis dahin lasse ich euch alleine. Gehabt euch wohl, es geht gleich weiter mit meinem Let's Build Random, sag ich mal, hier in den Flats. Jo, das war ja KillXFX aka IlJazz. Gehabt euch wohl. See ya and out.